Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild im Randomizer. Und aus irgendeinem Grund wurden wir wieder hier oben gespawnt, was so viel bedeutet wie, wir dürfen nochmal da runtergleiten. Wunderbar. Genau auf diese Art Content habt ihr euch doch richtig gefreut, oder? Und ich sehe, hier oben sind einfach zwei Golderze. What the hell? Warum das denn? Wie soll ich die denn holen? Okay, wisst ihr was? Ich versuche die mal kurz zu bekommen. So, Stamina aufladen und... Jo. Ich sehe Bombenpfeile. Her damit. Oh mein Gott. Von wo kommst du auf einmal? Hat sich das jetzt gelohnt? Wahrscheinlich eher nicht. Ich will trotzdem mal ganz kurz nach dem anderen da gucken. Was zur Hölle ist mit dir da los? Was soll es mit dem Octorok da unten los? Er scheint auf jeden Fall nicht die Zeit seines Lebens zu haben. Okay, und ich werde anvisiert. Wisst ihr was? Ignorieren wir das einfach. Ich hoffe, er hittet mich nicht. Daneben, Kollege, daneben. Okay, es geht schon wieder richtig heikel los. Kann ich jetzt bitte zum Schrein gehen und kann jetzt bitte nicht der Schrein wieder deaktiviert werden? Ich kriege ja die Krise, wenn das wieder passiert. Denn in der letzten Folge wurden wir einfach nicht in den Schrein reingelassen, was nicht sehr nett von der Mod war. Aber dieses Mal können wir rein. Sehr gut. Auf geht's. Schmelzpunkte. Oh, alright. Das ist doch easy. Hoffe ich. Wir haben hier auf jeden Fall eine Fackel, die wir einsammeln können. Das ist sehr, sehr gut. Sehr wichtig. Dürfen wir damit jetzt hier rüberlaufen und das hier zum Schmelzen bringen. Zum Glück dauert das keine 100 Jahre oder so. Okay, ich glaube, das sollte passen. Lassen wir die mal ganz kurz hier. Zack. So, dann sammeln wir wieder unsere Keule ein, denn wir lassen keine Waffe liegen. Was genau passiert hier nochmal? Okay, der Eisblock wird einfach hier runtergeschoben. Und hier dasselbe Spiel. Moment mal, ich bin doch dumm. Der andere muss auch runter und dann werden wir das hier mal ganz kurz zum Schmelzen bringen. Jo, also an den Schrein kann ich mich ja fast gar nicht mehr erinnern. Es geht dann mit dem Rauch ab. So, chill mal ganz kurz. Komme ich hier rauf? Ah, noch nicht. Vielleicht noch ein bisschen. So, das sollte jetzt passen. Drauf da. Oh, merke gerade. Aber wir dürfen die Fackel nicht ausgehen lassen. Dann wird das jetzt hier einmal geschmolzen. Dann machen wir hier am besten so eine Treppe draus. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, der Eiswürfel unter uns schmilzt aber auch, ne? Okay, jetzt hoffentlich nicht mehr. So, das muss jetzt auf ein bisschen schmelzen kommen. Können wir hier rauf? Können wir auch hier drauf stehen? Weiß gar nicht, was ich hier mache, actually. Aber wir sind ganz oben. Was passiert, wenn wir das jetzt zum Schmelzen bringen? Unter irgendeinem Eisblock war, glaube ich, eine Truhe versteckt. Aber ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, unter welchem. Die Frage ist, was war hier drunter? Ich glaube, den Eisblock müssen wir mitnehmen. War das nicht so? Moment mal. Ich glaube, ich weiß, wie es ging. Den können wir jetzt da langsliden lassen. Aber ich glaube, der ist zu klein, oder? War der nicht zu klein? Und jetzt... mit dem Kühlmodul das Ding hier anheben. Oh mein Gott, doch, es reicht gerade so. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne wissen, wo sich diese eine versteckte Kiste befand. Okay, vielleicht sollte ich sie nicht jetzt suchen. Ich meine, ich kann hier eh kaum irgendwas erkennen. Glaube aber, dass sie hier unten irgendwo war. Ach, wisst ihr was? Ignorieren wir das. Das würde jetzt eh zu lange dauern. Aber meine alte Waffe, die würde ich schon gern mitnehmen. Ich kann zwar absolut nichts erkennen, aber ist ja auch vollkommen egal. Oh, wie episch das einfach aussieht. So, holen wir uns, ich glaube, das letzte Zeichen von Ruta ab. Ich glaube, es müsste das letzte gewesen sein. Ja, das war das letzte. Zeichen von Ruta. Nun, da du drei Zeichen gesammelt hast, begib dich zum Titan Varuta. Ja, nichts lieber als das. Oh mein Gott, wie cool das hier einfach aussieht. Ich liebe diesen Blutmondhimmel einfach. Doch diese Spiegelung im Wasser. Oh mein Gott. Einfach nur sick. So, dann dürfen wir jetzt hier einmal zum Titan Varuta traveln. Und wir können uns nicht teleportieren. Was mich jetzt leider ein bisschen machtlos macht. Es sei denn, wir versuchen von hier aus irgendwie eine Windbombe. Aber ich wette, das wird auch nicht viel bringen. Okay, dann benutze ich einfach mal Rivalis Sturm. Ach du Heiliger, das bringt dir absolut gar nichts. Mal gucken, ob ich hier eine Windbombe hinbekomme. Krieg ich das hin? Nö. Okay. Windbombe ist nicht drin. Oh nee, ich komme noch kaum voran. Speichern ist wieder aktiviert. Ja, wow. Darum ging es jetzt hier nicht, ne? Ich will hier einfach nur wegkommen. Scheine sind jetzt deaktiviert. Ach, komm schon. Hör doch auf. Warum ist die Mod so? Ich ertrink einfach. Ich kann hier eh nichts machen. Muss halt irgendwie gucken, dass ich mit Windbomben hier wegkomme. So, komm. Lass mich einfach sterben. Kein Problem. Und jetzt wird natürlich gespeichert. Wunderbar. Okay, ich probiere eine Windbombe. Ja, hat nicht funktioniert. Aber Revali ist gleich wieder am Start. Ich weiß nicht, ob das irgendwas... bringen wird. Oh mein Gott, ey. Warum muss denn sowas immer dann passieren, wenn irgendwas Wichtiges ansteht? Okay, Windbombe ist bereit. Oder auch nicht. Hä?
Warum? Warum ist das jetzt passiert? Komm schon! Umwelt verändert sich ja. Wow, toll. Das war eine Windbombe. Das war eine okay Windbombe. Aber ich komme doch hier gar nicht hoch, oder? Von hier aus? Speichern ist jetzt deaktiviert. Na, wunderbar. Wisst ihr was? Warum gönne ich mir nicht die Sora-Rüstung? Ich habe doch hier mehr als genug Rüstungsteile dafür. So, damit müsste ich auf jeden Fall ein bisschen schneller schwimmen. Wenn auch gar nicht so viel mehr, muss ich sagen. Also irgendwie finde ich das ein bisschen weird. So, da hinten ist ein Aufwind. Mit dem sollte ich doch einigermaßen gut wieder hier wegkommen. Habe ich irgendwas, was mir Stamina wiedergibt? Tatsache. Das hier zum Beispiel. Müsste halt einmal da hinten irgendwie hinkommen. Okay, vielleicht nochmal Stamina auffüllen. Hiermit. Okay, das hat absolut nicht gut funktioniert. Oh mein Gott. Schreine sind wieder aktiviert. Ja, wow. Bringt mir jetzt echt nicht so viel. So, jetzt einmal hochklettern und... Oh mein Gott. Ich kann den Parasegel nicht mal rechtzeitig aktivieren. Das ist doch dumm. Ja, dann muss ich halt nochmal was zu essen holen. Okay, kletter jetzt hoch. Bitte hoch genug. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Oh, das zieht aber auch Stamina. Das zieht ordentlich Stamina. Oh mein Gott. Als ob das so viel Stamina zieht, einfach... nach oben zu gleiten. Ach, Teleporten ist jetzt wieder aktiviert. Ey, das ist doch ein Witz. Okay, wisst ihr was? Teleportieren wir uns einfach hoch. Wow, ausgerechnet jetzt. Das ist doch so dumm, jetzt wo wir es geschafft haben. Ja, das war ja mal wieder der größte Troll ever. Aber ich beschwere mich nicht, denn wir sind jetzt wenigstens an unserem Ziel angekommen. Und ich meine, darum geht's doch am Ende des Tages. Eigentlich ist es egal, was ich für eine Rüstung anziehe, denn die Rüstung wird eh ausgetauscht. Aber egal. So, betreten wir nochmal den Titan Varuta. Und da hinten war ein Komet. Aber zu spät. Alright. Demjenigen, der diesen Titan betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Ruta deine Erinnerungen. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deiner Erinnerung stattfindet. So, und wir bekommen wieder das Randomizer Zepter, warum auch immer. Aber... worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt dürfen wir uns ja einmal dem Wasserfluch stellen, aber der wird ein Kinderspiel sein, denn wir haben zweimal Urbosas Zorn in unserer Tasche. Also wird das ziemlich easy. Oh mein Gott, aber wir müssen wegrennen. Okay, ich hatte das Feld irgendwie länger in Erinnerung. Komm her. Einmal aufladen. Yo, wie viel Damage wir jetzt einfach gemacht haben. Komm, hit ihn doch. Okay, eigentlich war es gar nicht so viel Damage, wie ich dachte. Okay, Pfeile habe ich jetzt nicht so viele. Wie viele Waffen habe ich? Okay, 3 Stück mit Dieter zusammen. Aber Dieter zählt ja nicht wirklich als Waffe, muss man mal so sagen. Oh mein Gott, stimmt, der heilt sich ja gegen. Hoppala, das ist ja der Master-Modus. Ja, dann sollte ich mich auf jeden Fall mal ranhalten. Na komm, und Hälfte. Ja, war doch entspannt bisher. Ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. So, perfekt. Dann lass mich einmal klettern. Oh, er ist direkt über mir. Er ist direkt über mir. Bro. So kann ich dich nicht hitten, das weißt du. Und du mich auch nicht. Kollege, ich bin unter dir. Okay, weißt du was? Dann kriegst du nochmal Urbosas Zorn zu spüren. Wie wir den weggelasert haben. Alter, das hat ultra viel Damage gemacht. So, holen wir am besten das Kryo-Modul raus. Aber schnell, 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 schnell. Oh ne, komm mir nicht so. Ich habe kein Schild, ich habe kein Schild. Oh, der heilt sich jetzt voll gegen. Das ist doch dumm. Autsch. Autsch. Komm, heil dich bitte nicht gegen. Komm, fall runter. Und schlag ganz auf gegen. Komm, 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 komm. Oh, er ist so low. Komm schon, mach jetzt keinen Blödsinn mehr. Noch 2 Pfeile, das ist nicht gut.
Nein! Als ob ich mich hinten lasse. Komm, kletter doch hoch. Ich lasse mich zweimal hitten. Ich bin der größte Noob ever. Jetzt hält er sich auch noch so eklig gegen. Oh, oh, ich glaube, das trifft. Nee, hat nicht getroffen. Gerade so. So, nervst du jetzt bitte nicht? Oh nein, der hält sich schon wieder hoch. Das ist doch dumm. Okay, jetzt wird es einfach nur noch lästig, weil ich ihm keinen Damage mache. Das war absolut Glück. So, komm. Schießen wir das jetzt endlich mal zurück zu ihm. Oh mein Gott, wir machen halt keinen Schaden. Wir machen halt keinen Schaden. Das ist doch unglaublich. Ja, okay. Und jetzt ist er irgendwo im Wasser, treibt da herum und ich kann ihn nicht hitten. Es ist doch geil. Es ist doch geil. Ja, nice. Lass ihn sich einfach wieder hochheilen. Gar kein Thema. Komm, treib zu mir. Oh, ich hätte ihn sogar. Nice. Nice. Würde ich sagen, wenn er nicht schon wieder so viel Leben hätte wie am Anfang. So, komm, 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 komm. Jetzt aber schnell. Mein Gott, das im Master-Modus ist doch schrecklich. Ja, okay. Jetzt müssen wir auch noch die schwächeren Waffen benutzen. Wunderbar, komm. Und einfrieren kann ich ihn auch nicht. Nice. Oh mein Gott. Das kann sich doch hier nur um 100 Jahre handeln. Okay, RIP. Ja, RIP. Das gibt's doch nicht. Als ob ich das einfach verliere. Also wirklich, das im Master-Modus ist absolut lächerlich dumm. Weil sich immer wieder hochheilen kann und man kaum Damage macht. Ich spare mir jetzt einfach Ubosas Zorn für die zweite Phase auf. So, wir holen erstmal die Zeremonienlanze raus. Denn die macht eh ein bisschen weniger Damage. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Denn die erste Phase ist auch relativ easy. Da können wir einfach draufkloppen, wie ein Held. Weil warum blitzt es hier? Blitzt es hier einfach? Stimmt, es regnet hier auch. What? Na komm, heil dich aber nicht gegen. Oh, wie cool das einfach aussieht mit den Blitzen da im Hintergrund. Das ist voll episch. Komm, 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 komm. Jetzt hätte ihn auch. Okay, Zeremonienlanze ist schon zerbrochen. Oh mein Gott. Wie schnell hier einfach alles kaputt geht. Egal, er ist gleich Half-Life. Er ist gleich Half-Life. Mit dem Bombenmodul kriegen wir das doch hin, oder? Zack. Hälfte. Das war ein epischer Schlag. Puh, ja. So viel zum Thema, der wird einfach. Und ich bin schon wieder gestorben. Und ich glaube, im Master-Modus-Projekt, also im normalen Master-Modus-Projekt, bin ich ja auch gestorben. Ich weiß auch nicht, warum. Der ist irgendwie nervig in diesem Modus. Vor allem, weil sich halt immer wieder hochheilen kann, weil man hier so easy ins Wasser fallen kann. Das ist einfach alles ultra lästig. Ja, vor allem aber die Tatsache, dass er sich wieder hochheilt, so wie jetzt. So, einmal draufschlagen. Na komm, 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 komm. Oh mein Gott, dass ich auch nie raufkomme auf diese blöden Eisblöcke. Ey, come on. Come on. Ich kann auch nichts erkennen. Und jetzt treibt er schon wieder irgendwo im Wasser rum. Kumpel. Was wird das? Du nervst mich. Du bist ein nerviger Gegner, weißt du das? Ich habe die Phase hier schon immer gehasst. Egal, ist wieder Half-Life. So, das war ein Hit. Oh Gott.
Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und er heilt sich wieder gegen, oder? Jo. Na klar, er heilt sich wieder gegen. Jit. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wenigstens wurde ich nicht gehittet. Komm, kletter doch auf. Heil dich nicht wieder gegen. Der heilt sich halt so oder so wieder gegen. Es ist so dumm. Komm, gib ihm noch einen Headshot. Gib ihm noch einen Headshot jetzt. Okay, ich habe noch einen Fall. Das war absolut Waste. Damit hätte ich viel besser verhindern können, dass er sich wieder gegenheilt. Aber ich habe sie gewastet wie ein Depp. Wobei, ich kann auch das benutzen. So, dann knallen wir ihm das einfach wieder vor die Rübe. Zack. Er schwimmt da schon wieder irgendwo im Wasser rum. Das ist doch lächerlich. Wie soll ich dich denn so hitten, Kollege? Ich mache ihm halt keinen Damage, wenn er hier im Wasser rumtreibt. Komm doch her. Ich glaube, ich habe ihn gehittet. Ich habe ihn ein paar Mal gehittet. Ich komme halt einfach nicht ran. Egal, mit einmal Ubosas Zorn sollte es, glaube ich, funktionieren. Meine Güte. Nerv mich jetzt nicht, Kollege, okay? Mein Gott, warum springe ich jetzt wieder so dumm? So, komm, 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 komm. Das war's mit der Lanze. Bleib jetzt bitte dort. Bleib jetzt bitte dort liegen. Bleib jetzt bitte hier liegen. Komm, einmal. Ubosas Zorn, schnell. Nein, die Reckenfähigkeiten sind deaktiviert. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, jetzt wo ich sie gebraucht hätte. Och nee. Egal, gleich habe ich es, gleich habe ich es, okay? Gleich habe ich es. Der macht mir keine Angst, der macht mir keine Angst. Mann, warum wurden denn jetzt die Reckenfähigkeiten deaktiviert? Das ist doch wirklich so dummes Timing mal wieder. Hoppala. Ja, das Timing könnte echt nicht besser sein. Er heilt sich schon wieder gegen. Es ist ja unglaublich. Ey, komm schon. Willst du jetzt bitte endlich sterben? Holst du bitte endlich deine Eisblöcke oder so raus? Dass er sich aber auch so schnell wieder gegenhält. Er ist nicht mal angekommen. Oh mein Gott. Kann das bitte aufhören? Der heilt sich doch jetzt hier ständig wieder gegen. Ich glaube, ich mache ein bisschen mehr Schaden, als er sich gegenheilt. Aber das dauert doch jetzt viel zu lang. Nein, warum mache ich das denn? Warum bin ich so schlecht? Fall hier immer wieder runter. Ey, das ist doch gerade zum Kotzen. Das ist doch gerade der größte Witz ever. Kannst du bitte einfach mal andere Fähigkeiten machen? Oh mein Gott, meine Reckenfähigkeiten sind wieder da. Bringt nur absolut nichts, wenn er nicht runterkommt. So, Bombenmodul und... Okay. Kollege, du heizt dich jetzt hier nicht hoch. Ach, jetzt macht er wieder den hier. Ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn irgendwie besiegt mit Ubosas Zorn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, endlich. Mann, war der lästig. Boah, den will ich nie wiedersehen, wirklich. Den will ich nie wiedersehen. Anstrengend. Sieh an, selbst wenn unsere Ziele andere sind, gehen wir den gleichen Weg. Obwohl ich natürlich lieber fliege, als zu gehen. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Soras Mipha gehört habe, da möchte ich ihr ein anderes Denkmal setzen,
als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titan-Varuta verbringen, der von Mipha gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Mipha, einer der Recken aus vergangenen Zeiten. Höret die Geschichte derjenigen, die Rutas Lenker ward, bevor sie folgte des Recken Pfad. Mipha, die Sora, verehrt überall, sie traf die Prinzessin am Wasserfall, so wie ich nun berichte. Was ich noch fragen wollte. Wer sind die anderen vier, die auserwählt worden sind? Der Goronenheld Darok, der Orni-Krieger Revali, die Königin der Gerudo Obosa und dann noch der Ritter mit dem heiligen Bannschwert. Oh. Link. Ah. Sidon, beeil dich und komm hoch zu mir. Mipha, ist Sidon nicht noch zu jung? Um Wasserfälle hochzuschwimmen, meine ich. Das stimmt, aber ich muss bald... Ich muss bald weg und Ruta steuern. Zu, Sidon. Falls mir etwas passieren sollte, dann kommt's auf dich an. Dann bist du es, der unser Dorf beschützen muss. Versprichst du mir das? Also, der Wasserfall. Willst du es dann vielleicht mal allein versuchen? Man sagt, dass sie eine sehr gütige Prinzessin war, doch gelegentlich hat sie wohl auch streng sein können. Wie findest du die Ballade von Mipha? Ich wollte zeigen, wie entschlossen Mipha war. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Mir ist noch nicht alles klar, aber ich verstehe immer mehr, wie die fehlenden Verse aussehen sollten. Du bist so stark geworden, viel stärker als vorher. Miphas Gebet sollte nun noch hilfreicher sein. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Stärke Hyrule retten kannst. Und die Prinzessin... die dich im Schloss erwartet. Yo, okay, Mipha gibt uns mal nicht nur was zu essen, sondern eine Leunenmaske. Okay, das ist eigentlich sogar ganz witzig. Ich wusste doch, dass meine Ehefrau Mipha mir auch mal was Gutes gibt. Nicht, dass wir es bräuchten, aber immer noch besser als ein Ei und einen Apfel. Ich glaube, mehr haben wir nicht bekommen, oder? Oder ein Apfel und eine Vogelnuss? Ich glaube, so war das sogar. Wie dem auch sei. Ach du Heiliger, warum ist da ein Wächter? Habt ihr das gerade gesehen? Da war einfach ein Wächter. Okay, das war creepy. Lasst uns hier schnell von dannen ziehen, denn uns fehlt ja noch ein weiterer Titan, und zwar Vanaboris, beziehungsweise noch eine Reckenballade, und zwar von der guten Obosa. Und wir dürfen einmal hier in die Nähe von Vanaboris reisen. Machen wir das mal eben. So, und wir sind beim anderen Titan angekommen und ich werde direkt anvisiert. Ach du Heiliger, warum ist hier bitte ein Wächter? What the hell? Ich darf jetzt erstmal eine Runde rennen. Komm schon, lass mich doch in Ruhe. Ich hab dir doch nichts getan. Warum bist du überhaupt hier oben? Du hast hier oben nichts verloren. Jo, okay, da hinten ist auch ein Wächter. Das ist doch gerade ein Witz, oder? Okay, ich muss da hinten rüber. Da leuchtet es auch schon. Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Och nee, Leute. Wait, was macht der denn genau auf dem Krog-Rätsel?
Das ist doch nicht normal, oder? Warum sind hier gerade so viele Wächter? Oh, cool. Ist noch ein Krog-Rätsel. Hey, das habe ich noch nie gesehen. Sieht ja mega cool aus. Sieht aus wie so ein Sportplatz. I don't know. Ja, ein komischer Sportplatz, aber ihr wisst, was ich meine. Als wären das so zwei Tore oder sowas. Da drüben, der Wächter wird wahrscheinlich nicht am Schlafen sein, nehme ich einfach mal an. Oder wie sieht's aus? Erwachst du zum Leben oder nicht? Ja, das war klar. Okay, ich werde direkt zuschlagen. Ich werde direkt zuschlagen. Keine Gnade, keine Gnade. Keine Gnade für den Wächter. Na komm, triff doch, triff doch. Solange er auch nur ein Bein hat, kann er sich fortbewegen. So. Jetzt bleibst du hier erstmal liegen, Kollege. Octorok, war das jetzt worth it? Weg mit dir, Kollege. Ja, das Master-Schwert ist auf jeden Fall ziemlich strong. Gerade im aufgelevelten Zustand nehme ich doch immer wieder dankend an diesen Schaden. Das Einzige, was natürlich nicht sehr viel bringt, ist dieser Fernkampflaser. I don't know. Ich finde den gar nicht so stark. In den meisten Fällen bringt der eher gar nichts, habe ich das Gefühl. Okay, hier ist noch ein Wrack und hier ist irgendwo ein Moldora. Ich sehe noch keinen, deswegen bleibt mal jetzt einfach beruhigt. Ach du Heiliger, was ist denn hier schon wieder los? Ist hier irgendwo der Moldora? Ich hoffe nicht. Wo bin ich denn hier? Warum sind hier auf einmal so viele Wächter? Das ist doch nicht normal, oder? Aber wir wollten eigentlich hierher kommen. Kashiva, mich wundert es ein bisschen, dass du hier bist. Wie bist du hierher gekommen? Wie hast du es überlebt? Wahrscheinlich ist er einfach hergeflogen oder so. Ja, nice. Also, den ersten Ort habe ich schon mal nicht so gut erkennen können. Ich hoffe, ich kann mich noch grob an die Schreine erinnern. Naboris schickt Blitze im Sand, geleitet von des tapferen Reckenhand. Größere Kräfte noch zu ergründen, folge dem, was die Monumente künden. Es gilt, die grimme Herrscherin des Sandes vom Thron zu fegen. Es gilt, sich mit treuem Reittier durch die Lichtringe zu bewegen. Es gilt, der Wüstenstadt Schatz zum großen Schlund zu tragen. Prüfungen, die nur Recken wagen. Alright, die Ballade von Urbosa. Die letzte Ballade, die noch folgt. So, aber erstmal werden hier alle Orte abfotografiert. Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir irgendeinen Riesen-Moldora besiegen müssen. Wo genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir fangen hier mit diesem Labyrinth an. Also beziehungsweise nicht mit dem Labyrinth, aber mit diesem Schrein hier unten. Denn man kann ziemlich easy das Labyrinth dort drauf erkennen. Die Frage ist, wo ist das Labyrinth? Hier vorne, ne? Ja, okay. Hier vorne war das. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Das sollte doch relativ easy sein. Oh, bitte, triff mich nicht. Du triffst mich nicht, habe ich recht? Du kannst nicht ziehen, oder? Nee, du kannst nicht ziehen. So, ich habe jetzt, glaube ich, aber auch nichts da, was mich schneller macht, oder? Habe ich irgendwas, was mich schneller macht? Nö, kein Spurtessen. Okay, das heißt, ich darf so rennen. Witzigerweise waren wir doch hier auch in Relics, oder? Ich glaube, bei Relics of the Past waren wir jetzt auch aktuell hier in der Nähe. Wir sind auf jeden Fall in diesem Labyrinth vorbeigelaufen und haben hier dieses Krog-Rätsel gemacht. Ja, doch, ich entsinne mich. Okay, und es regnet. Nein, Regen ist nicht gut. Und Blitze noch weniger. Deswegen ganz schnell alles wegtun, damit hier auch kein Blitz einschlägt. Da hinten ist auf jeden Fall ein Schrein, aber das ist doch nicht der, den wir suchen. Nee, das sollte der nicht sein. Okay, Umweltveränderungen wurden zurückgesetzt. Das ist gut. Ich hoffe, es regnet nicht mehr. Hier befindet sich doch bestimmt irgendwo der Moldora. Okay, ich kann nichts erkennen. Ich kann literally nichts erkennen. Aber irgendwo hier wird das, glaube ich, sein. Hier müsste, glaube ich, ein Königs-Moldora sein. Oh, und hier ist es zu warm. Habe ich irgendwas, was mich heilt oder vor der Hitze schützt? Ja, perfekt. So, ich glaube, es war dort hinten, bei diesem kleinen Felsen. Okay, die Musik klingt jetzt erstaunlicherweise sehr beruhigend. Hallo, roter Moblin, was geht? Oh mein Gott, ich mache ja gar keinen... Ich wollte gerade sagen, ich mache keinen Damage. Das meine ich natürlich nicht. Ich mache Damage, aber ich kann ja meine Laser gar nicht verschießen. Wait, warum kriege ich denn immer noch Schaden? Wenn ihr mich angreifen wollt, dann war das nicht die richtige Entscheidung. Ja, hier war das. Hier gab es irgendwo ein Königs-Moldora. Ich weiß es noch. Habe ich recht? Ab nach oben. Oh mein Gott, es wird komplett dunkel. Ich kann nichts erkennen. Okay, wen haben wir hier? Kletis. Ah, was gibt's denn? Ich bin zur Recherche hier. Sieht man doch. Jetzt aber wirklich. Sag nicht, du weißt nicht, wen du vor dir hast. Das gibt's doch nicht. Und Kletis Gerüchteküche kennst du dann wohl auch nicht, oder? Doch, natürlich. Sehr schön. Wenn du jetzt behauptet hättest, du kennst Kletis Gerüchteküche nicht, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Übrigens steht vor dir niemand anderes als Kletis persönlich. Okay. Was ist das denn für eine gleichgültige Reaktion? Du kannst ruhig zeigen, wie beeindruckt du bist. Ich bin es persönlich. Kletis von Kletis Gerüchteküche. Was? No way.
So, ich wünsche dir jedenfalls weiterhin viel Vergnügen beim Schmökern in Kletis Gerüchteküche. So ganz nebenbei, ich bin hergekommen, um mich nach spannenden Gerüchten umzuhören. Und wo du schon hier bist, kann ich dir gleich eins erzählen, das ich in noch keinem Buch veröffentlicht habe. Der Titan hat sich gerade beruhigt und die Blitze haben aufgehört. Und dann erscheint eine seltsame Moldora. Das wird eine großartige Geschichte. Die Gerudo-Kriegerin versuchten sie zu bekämpfen, aber mit normalen Schwertern lässt sich nichts ausrichten. Ich frage mich, welche Waffe einem da weiterhelfen könnte. Tja, ich frag mich vor allem aber eher, wo sich dieser Moldora befindet. Wir sind doch eigentlich richtig. Ich glaube, wir müssen vielleicht auf die andere Seite. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal wieder meinen Bogen raus. Oh mein Gott, wir haben noch zwei Bögen. Das ist halt so sad. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht mehr tot bekommen. Du bist ein Lauch. Was wird da? Oh mein Gott. Warum ist es hier so windig? Königsmoldora. Ja, da geht's los. Da kommt sie. Komm her. Leider. Okay, irgendwie hätte ich sie größer in Erinnerung gehabt. Was hast du da in dir zu stecken? Oh, Waffen. Komm, hitte ihn. Komm, hitte sie. Auf geht's. Yo! Okay, die macht gut Schaden. Die macht sehr guten Schaden. Wir müssen vorsichtig sein. Jo, wir machen halt echt wenig Schaden, fällt mir auf. Komm schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hit, 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 hit. Wo ist denn ihr Bauch? Ist das ihr Bauch? Ist das ihr Rücken? Ich glaube, das ist ihr Bauch. Komm, schlag zu. Nein, Moment, das ist ihr Rücken. Oder? Komm, Obosa, steh mir bei. Aua, warum mache ich das denn die ganze Zeit? Oh, ich darf mich nicht töten lassen. Komm, stirb doch. Noch haben wir Mifas Gebet. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, jetzt aber. Zuschlagen, zuschlagen mit Obosas Zorn. Komm. Bam. Geh auf die Knie. Nice. Das war's mit dem Königsmoldora. Und da erhebt sich der erste Schrein der Ballade von Obosa. Auch wenn man ihn kaum sehen kann, weil es einfach viel zu dunkel ist. Aber auch gut. So, was hat er hier jetzt gedroppt? Leider keinen Bogen. Also über einen Bogen hätte ich mich tatsächlich sehr, sehr gefreut. Wo genau ist jetzt dieser Schrein auferstanden? Ah, hier. Hier ist er doch. Okay, wir kriegen leider Damage. Warum kriegen wir Damage? Wir sind doch in der Wüste und es ist... Ach, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich sieht es einfach nur so kalt aus, dadurch, dass sich die Umwelt verändert hat. Aber es ist nicht so kalt, wie es scheint. Alright. Wir stehen jetzt hier vor dem ersten Schrein der Ballade von Obosa und diesen Schrein werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal bestreiten. Und dann sind wir auch schon bald mit der Ballade der Recken durch. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und damit würde ich sagen, ich bin euer Maki. Macht's gut!